Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich möchte mit euch heute ein kleines Likörchen machen. Und zwar könnt ihr euch noch an das Kultgetränk, den Apfelkorn, erinnern. Der war so 70er, 80er, Anfang der 90er noch und dann ist er langsam als Kultgetränk ausgelaufen. Ja, die ältere Generation kennt ihn noch. Ich gehöre ja auch mittlerweile dazu. Und wir sind morgen auf den Geburtstag eingeladen und da habe ich gedacht, Mensch, da bringst du das Kultgetränk einfach mit, weil jeder kennt, aber keiner hat's oder fast keiner hat's mehr zu Hause. So, wir brauchen gar nicht viele Zutaten, wir legen jetzt auch gleich los. Und zwar 50 Gramm Zucker geben wir in unseren Mixtopf hinein. Und den tun wir erst nochmal pulverisieren, damit er sich besser auflöst, und zwar 10 Sekunden Stufe 10. Jetzt schiebe ich alles mit dem Spatel nach unten, weil sich bestimmt etliches an den Rand geschleudert hat. Ich zeige es euch mal. So sieht es jetzt aus. Mein Zucker. Wer natürlich sagt, Mensch, der Apfelsaft ist mir süß genug, der kann entweder den Zucker reduzieren oder ganz weglassen. 1 Liter reinen Apfelsaft. Einen Teelöffel Vanillezucker. Und das lassen wir jetzt alles 5 Minuten auf 60 Grad erwärmen. Stufe 1. Nach den 5 Minuten sehen wir uns wieder zum nächsten Schritt. So, mein Apfelsaft ist jetzt leicht erwärmt. Er ist nicht heiß, sondern leicht erwärmt. Der Puderzucker hat sich jetzt darin aufgelöst. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und dann ist eigentlich unser Apfelkorn fertig. Dafür brauche ich jetzt reinen Alkohol. Der hat jetzt 96%. Wer ihn nicht zu Hause hat, ist gar kein Problem, ihr könnt es trotzdem nachmachen. Nehmt einfach ein Doppelkorn, da gebt ihr, also 0,7er Flasche, gebt ihr einfach eine Flasche hinein. Ich nehme jetzt 220 Milliliter von meinem reinen Alkohol. Lasse ich das alles nur kurz vermischen und zwar tue ich 10 Sekunden auf Stufe 3 alles kurz unterrühren. Und unser Likörchen ist fertig. Ich fülle es jetzt schnell in Flaschen ab. Duften tut schon mega lecker. War ich wieder zu schnell? Kleine. So. Das war's, da schüttet jetzt ein bisschen was.
drüber. So. Und so sieht unser Apfelkorn jetzt aus. Er wird jetzt dann praktisch ganz klar durch das jetzt Umfüllen, hat sich das jetzt ein bisschen aufgeschäumt. So, riecht nach Apfelkorn und schmeckt nach Apfelkorn. Aber der hat jetzt Rums, durch das, dass er warm ist. Ich lasse ihn jetzt wirklich auskühlen, weil so trinken steigt er gleich in den Kopf hinein. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.